Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Joe's Diner. Ich hoffe, die letzte. Ich hoffe, wir schaffen's. Hallo Patrick, willkommen zu Joe's Diner und zur letzten Nacht im Joe's Diner. Ich hoffe. Los geht's. Und da liegt schon eine Ente. Alter. Ich habe Sie erwartet, Mr. Bond. Okay, ich konzentriere mich wieder. Ich halte mal wieder ein bisschen die Klappe. Ja, es ist eine Last mit dem Spiel. Es ist echt eine Last. Egal, wir probieren es nochmal. Nach 30. Also es muss ja irgendwie muss es ja gehen. Na? Irgendwie muss es gehen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Warte mal. Aber mit dem Konzentrieren ist es gar nicht mal so schlecht. Also ich probiere es nochmal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So. Also Konzentration. Jetzt aber. Auf geht's.
Wir haben's. Joe's Diner. Development vs. Games. André Bürger, Konzept und Idee. Naja, Lead-Programm André Bürger. Alex Schumacher, Marc Schubert, André Bürger. Ja, ja. Outro-Musik Andrew Ryan. Alter Schwede, wir haben's. Wir haben's geschafft. Ich fass es nicht. Ich kann's nicht glauben. Wir haben's. 30 Nachtschichten haben wir hinter uns gebracht. Und die letzten 5 waren zum Kotzen. So. Bitte nicht mehr von solchen Spielen. Bitte nicht mehr. Ja, schade, dass Pinewood Drive noch nicht raus ist. Hätte ich jetzt gerne im Anschluss gespielt. Aber müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, was Horror angeht. Jetzt hier Let's Play-mäßig auf dem Channel. Ja. Ich hoffe, dass Pinewood Drive so schnell wie möglich natürlich kommt. Ende vom Lied? Gar nichts. Ich denke mal, Ende vom Lied ist, du hast 30 Nachtschichten, hast eine Kohle gekriegt und darfst nach Hause gehen. Und bist seelisch geschädigt, vermute ich mal. Jetzt noch 5 DLCs, genau, wo dann 20 Sachen abräumen muss und wahrscheinlich in 2 Diners. Wahrscheinlich das andere Diner liegt dann gegenüber, muss dann, oder die Tankstelle muss dann noch besuchen gehen. Sind das Leute, die das unterstützt haben, das Spiel? Nein, ne? Oder LexTube? Q-Games? Salsa? Soccermate? Sind das Leute, die das Spiel unterstützt haben? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hasse euch! Alle! Ja. Das soll es gewesen sein mit Joe's Diner auch auf YouTube. Okay, die Folge ist ein bisschen kürzer geworden. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ich bin froh. Alter, ich werde sie sofort löschen. Von mir keine Kaufempfehlung, ihr könnt selber gerne Multiplayer-Modus, ja genau, wo einer drüben einräumt und der andere spielt den Indianer. Für mich keine Kaufempfehlung für Leute, die es gerne antun möchten, sollen es gerne machen. Also ich finde es nicht toll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also Idee, ja, okay, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber man hätte viel mehr rausholen können aus dem Spiel. Viel, viel mehr rausholen können, denn allein nur so ein dämliches PNG einfach blub vors Bild zu setzen und jetzt erschreck dich mal, wenn man sich so überlegt, vielleicht irgendwie nicht so unter Zeitdruck, weil man war ständig unter Zeitdruck, irgendwie weniger unter Zeitdruck, mehr so versuch ruhig zu bleiben, ohne dass der auf einmal oder dass du vielleicht irgendwie so Schatten siehst und so, man hätte viel mehr machen können. Also, Idee war super, aber spielerisch grauenvoll. Ja, auch wenn ihr mich jetzt verklagen möchtet, irgendwie die liebe Producer oder sonst irgendwie, seid mir nicht böse, aber das Spiel ist Müll. Ich habe da Geld für ausgegeben, ja, gebe ich offen zu, ich habe es ja dafür auch bezahlt, also zu spielen und ja, wenn ihr keine Kredit vertragt, dann, ja, es tut mir leid. Aber wie gesagt, nein, also meiner Meinung nach lohnt es sich definitiv nicht. Und das soll es, wie gesagt, auch gewesen sein von Joe's Diner, von meiner Seite aus auf YouTube. Ich würde mich freuen, wenn du dann im anderen Video mal vorbeischaust und den Flex da mal herzlich gratulierst, dass er das gespielt hat. Und ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, vielleicht bei Bioshock oder so. Oder schau einfach mal vorbei, ich habe zig Videos da auf YouTube. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen im nächsten Video. Und bin damit raus jetzt erstmal für hier. Cheerio, ciao, ciao mit V.